Es ist 18 Uhr, guten Abend und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Es ist eine Schande für die NRW-Polizei. Mit diesen drastischen Worten kommentierte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul die Aufdeckung einer rechtsextremen Chatgruppe innerhalb der Polizei. Gegen 29 Beamte wird inzwischen ermittelt und die meisten kommen aus dem Polizeipräsidium in Essen. Sie wurden erstmal suspendiert. Insgesamt 34 Dienststellen und Privatwohnungen wurden durchsucht sowie Handys beschlagnahmt. Nach der Einigung der Bundesregierung auf die Aufnahme von etwa 1.550 Flüchtlingen aus Griechenland hat der Innenminister Seehofer das Konzept verteidigt. Aber er hoffe weiterhin auf ein europäisches Asylsystem für die Zukunft, auch wenn dies eine, Zitat, Herkulesaufgabe sei. Warum, das wird in diesen Tagen klar. Es ist ein fast deutscher Alleingang. Denn außer dem kleinen Luxemburg lehnen alle anderen EU-Staaten es ab, Migranten aufzunehmen. Ja, und in von der Leyens erster Rede zur Lage der EU ging es natürlich nicht nur um Asylpolitik, sondern auch um die Folgen der Corona-Krise. Sie forderte unter anderem mehr Kompetenzen im Rahmen einer europäischen Gesundheitsunion und ein weiterer zentraler Punkt der Rede, der Klimaschutz. Überraschend kam der Vorstoß, die Klimaziele massiv zu erhöhen. Die deutsche Bundesregierung will wohl Wien demnächst auch zum Risikogebiet erklären. Und wir schauen auf die aktuellen Corona-Zahlen für den heutigen Mittwoch. Laut dem Robert-Koch-Institut hat es seit gestern 1.901 Neuinfektionen gemeldet. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will nun doch erstmal keine weiblichen Dienstränge für Soldatinnen der Bundeswehr einführen. Nach dem Auftreten der afrikanischen Schweinepest bei 5 weiteren Wildschweinen in Brandenburg sollen die Ergebnisse des Nationalen Friedrich-Löffler-Instituts endgültig Klarheit bringen. Soweit die Meldungen. Und hier geht es jetzt weiter mit der Börse am Mittag und mit einem Fall, der an den Wirecard-Skandal erinnert. Investorenvorwürfe erschüttern das Leasingunternehmen Grenke und die Aktie verliert erneut dramatisch. Die Einzelheiten dazu gleich bei Dietmar Deffner.